Umgang mit Antriebslosigkeit anderer. Vielleicht hast du große Ideen, vielleicht willst du viel bewegen und du brauchst die Hilfe von anderen. Und dann merkst du, dass andere in deiner Umgebung ziemlich antriebslos sind und dich ärgert diese Antriebslosigkeit. Du würdest da gerne etwas bewegen. Was könntest du tun? Zum einen solltest du dir bewusst sein, nicht alle Menschen haben den gleichen Enthusiasmus und die gleiche Begeisterung. Es ist auch gut, dass nicht alle Menschen Vollgas geben. Das würde vieles überfordern. Es ist auch gut, dass es Menschen gibt, die mal die Dinge ruhiger angehen. Man muss solche, die etwas ruhiger sind, nicht gleich der Antriebslosigkeit bezichtigen. Ein zweiter Gedanke. Manchmal wollen Menschen gehört werden. Die Vorstellung, dass nur du irgendetwas sagst und schon springen alle, ist reichlich naiv. Es ist gut, dass du voller Enthusiasmus bist, aber du musst andere mit ins Boot heben. Und du musst andere mit ins Boot nehmen. Dazu kann es helfen, dass du mit Menschen ins Gespräch gehst, dass du ihre Anliegen anhörst, dass du ihre Vorschläge mit einbeziehst, dass du außerdem überlegst, wie du die besonderen Fähigkeiten der Menschen mit nutzen kannst. Es hilft, einzeln um Hilfe zu bitten, es hilft, einzelnen Leuten Wertschätzung zu zeigen, es hilft, soweit es fürs Gesamtprojekt nicht schädlich ist, dem Einzelnen auch Unterstützung für seine Vorhaben zuzugeben. Also ihm zu helfen, dass auch seine Vorhaben umgesetzt werden können. Natürlich hilft es auch, wenn du dein Projekt so beschreibst, dass andere etwas damit anfangen können. Man sagt so schön, wenn Menschen wissen, wofür, dann sind sie für alles bereit. In diesem Sinne, erkläre, was ist der höhere Sinn deines Vorhabens? Wozu dient es? Wozu dient es im übergeordneten Sinne? Was ist vielleicht für einen großen Prozentsatz von Menschen hilfreich? Warum ist es ethisch gut? Was wird Gutes bewirkt? Und dann sag aber auch, was haben die Menschen davon, die direkt daran beteiligt sind? Was haben andere davon, die dort mitwirken sollen? Was haben die Menschen davon, die dort selbst mitwirken sollen? In diesem Sinne kannst du Menschen helfen, dass sie einen Bezug bekommen zu dem Vorhaben und dann vielleicht aus eigenem Antrieb tätig werden. Wenn du feststellst, du bist der Einzige, der was tut und andere sind alle antriebslos, dann hast du vielleicht die Sache nicht besonders klug angegangen. Vielleicht müsstest du lernen, nochmal von vorne für dein Projekt zu werben oder vielleicht das Projekt etwas zu ändern. Aber es gibt auch Situationen, wo man als Einzelkämpfer weitermachen muss. Manchmal stellt man fest, ich muss es jetzt alleine machen.